Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir werden jetzt gleich... Hallo, du kannst nicht meine Leute, meine Zuhörer da anrülpsen. Also wirklich keine Manieren. Ach Gott, er stellt sich an wie so ein Pirat, also wirklich. Na. So, wir brauen unseren geliebten Rum, weil Grog haben wir eigentlich eh recht viel. Fünfmal Rum, ich bedanke mir. Passt. Fertig. Und dann schauen wir mal, wo jetzt sich diese Gargoyle-Biester versteckt haben. Es soll auf der Karte markiert sein. Ich werde gleich mal Logbuch reinschauen. Der Schlaue, der Gierige, Sturminsel. Da war noch was? Der Ausgesetzte, den haben wir doch. Der Schwarm. Die südlichen Inseln. Ich muss sie daran hindern, sich weiter auszubreiten. Eldrick kann mir an der Anlegestelle sicher weiterhelfen. Aha. Okay, Schatzinsel ist ja auch verkehrt, ne? Dann wird schon das sein. Dann wird schon das sein. Gargoyles auf Dagarigur. Ah, da haben wir sie schon. Da ist es ja schon. Auf der Karte markieren, bitte. Gargoyles auf Dagarigur. Warte, warte, warte. Gargoyles bedrohen Dagarigur. Ich muss sie daran hindern, sich weiter auszubreiten. Was ist mit der Brut? Das sind die Eier gemeint, ne? Das muss ja eh wieder hoffentlich beieinander sein. Also, was mache ich denn da? Da oben. Wie komme ich da hin? Ah, da. Ach so. Ah, da hinten. Okay, da waren wir eh schon. Da waren wir ja eh schon. Ich kann mich schon wieder erinnern. Dann laufen wir mal ein Stück. Wobei eine Mütze voll Schlaf wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht, bevor wir weiterziehen. Ich habe Eldrick vergessen. Bis zum Morgen schlafen. Ich habe Eldrick vergessen. Ich muss Eldrick abholen. Alleine geht das sicher nicht an. Ich habe keinen Vogel. Ich hoffe, er geht mit. Werden wir gleich sehen. Ich kann Langfinger nicht ausstehen. Ich bin kein Langfinger. Ich habe nur in deinem Zimmer gepennt. Wieso verwechseln das die Leute immer? Bitte, wir sind ein gepflegter, hübscher Mann. Ne? Und, na, wirklich. Nur weil wir eine Augenklappe tragen. Rassist. Wirklich wahr. Unfassbar. Würde Patty bei ihm vorbeistanzen, würde er das nicht sagen. Der würde höchstens pfeifen. Ja. Unfassbar. So, Eldrick, mein Freund. Boos hat mir einen Tipp gegeben. Boos hat mir einen Tipp gegeben. Er glaubt zu wissen, wo sich die Gargoyles verstecken. Na, dann hoffen wir, dass der Tipp etwas taugt. Erledige die fliegenden Unholde, bevor sie Junge kriegen. Alleine, du gehst mit? Seltsam, nicht wahr? Aber so steht es geschrieben. Alter, der geht nicht mit. Muss ich das jetzt echt alleine machen? Sicher nicht. Hat denn von den Damen jemand Lust? Vielleicht unsere hübsche Patty? Magst du mit? Bitte ja, komm mit. Komm mit. Ei. Ja, das ist ja schön. Na bitte. Jetzt sind wir schon zu zweit. Jetzt bin ich schon beruhigt. Jetzt haben wir unsere Bauerfrau wieder mit. So. Wobei vielleicht Shani der Aufenthalt am Land auch gut tun würde. Vor allem da die arme seekrank ist. Aber naja. Eine taffe Frau muss ja auf die Mannsbilder aufpassen hier. So, jetzt müssten wir normalerweise darüber. Huch, es leckt ein bisschen. Entschuldigung. So, jetzt müssten wir nochmal hier. Ja, ja, das passt schon so. Über den Fallwasser. Ja, ja. Oh. Wir machen eine Pause. Hallo, Foster. Und dafür habe ich jetzt die ganze Zeit gestritten. Was? Hi. Na, wie sieht's jetzt aus? Sag nichts. Ich geh wieder Wasser schleppen. Okay, bei den Burschen scheint alles okay zu sein. Dann machen wir uns mal auf den Weg da nach hinten. So. Und schauen dann mal, ob dort diese Biester zu finden sind. So, das müsste jetzt hier oben sein. Da, da. 30 Jahre später. Huch, wo kommt der Goldklee her? Tatsächlich, da sind sie ja. Boos hatte recht. Respekt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir speichern auch sofortigst. So, speichern. Okay. Und weiter geht's. Hallöchen. Ich bin bei dir. Um Gottes Willen. Ich dachte schon, der ist ein Stärkerer.
Wow, Sandteufel. Du dreckiger Sandteufel. Weg mit dir. Boah, aber Schischlein. Ja, bist du gescheit. Ihr kleinen dreckigen Biester. Na, warte. Ich kriege schon klein. Sapetti. Und den Gargoyle jetzt. Jawohl. Ja, das kannst du laut sagen, meine Gute. Das kannst du laut sagen. So. Na, supi. Ein bisschen Proviant für uns. Ah, da oben ist schon der nächste. Lol, echt. Nochmal speichern. Ah, ich habe auf Reserve gespeichert. Hoppala, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte natürlich den Spielstand hier haben. Na, du Kerl. Zusammen packen wir das. Natürlich. Mein Schatz. Ach, bitte. Ich habe schon gefragt, wie es ist. Und wegrollen, 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 wegrollen. Und schießen. Na, Roboten schießen. Au! Oh, du Gratler. Wow. Hetty, du bist dran. Du darfst. Sehr gut, mein Hübsche. Und weg ist er. Jawohl. Wie mache ich mich? Wir sollten uns wieder trennen. Nein, 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 nein. Alles gut. So. Eine Axt. Sehr gut. Dann nehmen wir gleich die Eier mit, weil für den Fall der Fälle... 1, 2 und 3. Für den Fall der Fälle, dass wir nämlich wieder Geysire zustopfen müssen. Aha, mit Versunkene. Zusammen packen wir das. Aha. Jawohl, dann haben wir schön getroffen. Den Versunkenen muss ich mir vornehmen. Wow. Ein bisschen ausweichen probieren. Gleich mal ein bisschen probieren. Schütten. Zack, zack, zack. Schupfen. Alter. Mir hat ein versunkener Krüppel. Entschuldigung. Aber wirklich wahr. Schau das an. Jawohl, danke, Betty. Wow, der erste ist schon mal weg. Ah, jetzt habe ich gedrückt. Ich wollte einen Block trinken. Kein Rum. Naja. Au, oh, du sollst reden. Betty? Du darfst. Boom. Sauber niedergeschossen. Ah. Oh. Was willst du mit deinem Zahnstocher? So eklig. Nicht schlecht. Ja, danke. Aber ohne dich, mein Schatzel, wäre das gar nicht möglich. So. Kachinga, Kachinga. Eine Axt. Müsste passen. Müssten wir alles haben. Die Eier haben wir. Können wir theoretisch zurück aufs Schiff, ne? Also Seekarte, falsch, Logbuch, wollte ich sagen. Der Schwarm, die Brut auf Takarigua. Die Eier bringen. Gut, passt. Müsste schon stimmen. Seekarte, dann... Nein. Was mache ich denn? Doch. Nein. Dahin. So, jetzt. So, sehr gut. Eldrick Foster. Ja, ja. Okay, die arbeiten. Sehr brav. Perfekt. Dann gehen wir gleich Bericht erstatten. Her von und zu Eldrick. Ich mag das, mit dem Schiff hin und her zu fahren. Hey, hier sind übrigens deine Ohrbirl. Hier sind die Eier der Gargoyles von Takarigua. Gute Arbeit, mein Freund. Und die Gargoyles sind erledigt. Die Gargoyles von Takarigua sind tot. Es grenzt fast an ein Verbrechen, was wir hier tun. Was? Aber ich sehe leider auch keine andere Chance, unsere eigene Haut zu retten. Sie sind nur noch leere Hüllen, Eldrick. Wir haben ihnen das nicht angetan. Mara war das. Ja. Du hast natürlich recht. Takarigua ist sauber. Takarigua ist sauber. Das ist gut. Die Folgen wären verheerend für die Bevölkerung gewesen. Mhm. Auch wenn die Hälfte davon aus Piraten besteht? Nun, es sind ja nicht nur Piraten. Na, da hat der alte Buß ja noch mal Glück gehabt, was? Lass den Unsinn. Du weißt, wie ich das meine. Okay. Was nun? Auf zur nächsten Insel. Ich hoffe, wir haben bald alle Gargoyles gefunden. Jo, dann würde ich vorschlagen, 1 von 6. Müssen wir es nochmal auf die Inseln zurück, wo wir schon waren?
Warum hat er das nicht abgehakt? Normal müsste es zum Abhaken sein, oder? Naja, was soll's. Petty? Es wird Zeit, den Kurs zu ändern. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Mhm. Aye, Captain. Ich würde jetzt vorschlagen, die Schwertküste zu besuchen. Jo. Die Schwertküste zu besuchen, können wir auch mal bei unseren eingeborenen Freunden vorbeischauen, in der Stadt ein bisschen uns umschauen, wieder Proviant kaufen und beziehungsweise eher Rum und Grog. Jo. So, dann schauen wir mal, wie es hier ausschaut mit diesen Viechern. Dann nehmen wir wieder unsere Petty mit. Orochani. Bin mir gerade am überlegen, es ist ihre Heimat. Wo kommen die Riesenkrabben jetzt her? Ich dachte, wir hätten alle umgehauen. Interessant. Ist wirklich interessant. Hey, Petty. Ach so, wegen des Schatzes deines Vaters. Was genau soll ich jetzt machen? Also, das ist hier? Was genau soll ich jetzt machen? Mein Vater hat an der ersten Tempelruine eine weitere Tagebuchseite vergraben. Guck dir die Karte an, die ich dir gegeben habe. Na dann. Wir werden zuerst noch mit Eldrick sprechen. Und dann werde ich vielleicht mal Chani mitnehmen. Vielleicht. Mal schauen. Hi Eldrick. Das hier ist die Schwertküste. Was hast du dazu zu sagen? Das ist die Schwertküste. Was sagst du dazu? Ein riesiges Areal. Ohne Hilfe wird es schwer, die Gargoyles zu finden. Wen könnten wir hier um Rat fragen? Das hier ist Chanis Heimat. Sie kennt die Gargoyles jetzt auch und kann uns bestimmt helfen. Gute Idee. Versuch es. Okay. Dann fragen wir doch mal die Gute. Und wie geht's dir eigentlich? Oh, wir hätten dich in nach Dings absetzen sollen, ne? Das könnte man eigentlich... Das machen wir dann nachher. Hi, Chani. Wo könnten sich die Gargoyles an der Schwertküste aufhalten? Wo könnten sich die Gargoyles an der Schwertküste eingenistet haben? Großes Land mit vielen Winkeln und Verstecken. Doch Gargoyles lieben es, weit oben zu leben. Ich zeig dir auf der Karte die besten Stellen dafür, die ich kenne. Vielen Dank. Das wird helfen. Komm mit mir. Ich nehme mal Chani mit. Komm mit. Gut. Ich glaube, sie konnte auch nicht gut kämpfen, oder? Werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall mal speichern. Hier drauf. Und dann würde ich sagen, Ruderboot zum Strand, zur Stadt. Ich würde sagen, zur Stadt. Zurück mit dir. Huch, wo kommt der jetzt her? Können die Viecher sich doch resetten? Das wäre mir jetzt mal gar nicht so ungelegen. Der hat ja sogar Fleisch getroffen, oder? Yeah, rohes Geflügel. Tatsächlich, die Viecher sind wieder da zum Teil. Also das finde ich gerade super. Zusammen. Naja, so sauf ich. Au. So, jetzt bist du dran. Zack, zack, zack. Ich mag den Säbel. Eine Muschel erhalten, super. Jetzt ist die Frage, ob es noch mehr von den Viechern hier gibt. Oder ob das jetzt, sag ich mal, Einzelfälle waren. Na, echt? Da oben gibt's noch was. Habe ich die übersehen? Ich weiß es jetzt echt nicht. Zusammen. Zusammen sind wir stark. Wo rennst denn du hin, du komischer... Oh, Krallenaffe auch noch. Also blauer Dings. Blaues Äffchen. Alter. Chani, wo bist du? Wir können vielleicht deine Hilfe gebrauchen. Au! So, au! Du Mistviech! So, 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 so! Zack, zack! Chani? Wo ist sie hin? Ich glaube, die habe ich echt übersehen. Chani! Hallo! Mädel! Wo du sein? Chani? Die ist echt weg. Da ist sie! Hallo!
auf den Baum geklettert oder was? Du hättest mir auch können eine Kokosnuss mitbringen. Für unseren Proviantvorrat. Ich glaube, das habe ich echt. Das habe ich echt übersehen hier oben. Naja, macht auch nichts. Haben wir jetzt ein bisschen was zum Verknuspern. Das ist ja auch schön. So. Dahin. Was? Ich denke immer, mich will was angreifen, ne? Dabei ist es nur Chanis Lebensbalken, den ich da sehe. Oh! Die Viecher sind echt resettet. Das gibt's ja nicht. Die waren ja vorher nicht da. So. Ist mir aber nur recht. Das ist mir echt nur recht, weil das gibt für uns wieder sehr viele Erfahrungspunkte. Also Ruhmpunkte. Ich sage immer Erfahrungspunkte. Es tut mir leid. Ruhm und Ehre. Jetzt ist die Frage, ob hier in der Höhle... Schau, da lebt echt noch was. Das wird in der Höhle auch noch was drin. Au! Viech, du Mann. So. Ja, ich bin da ganz deiner Meinung. Mal klubschen, ob hier vielleicht eventuell auch noch was haust. Tatsächlich, schau mal. Hallo. Zusammen. Zusammen. Ein Dunkelflügler. Au, au, au. Alter, geh ein. Huch, Entschuldigung. So. Nochmal Proviant. Mal schauen, was hier herinnen haust. Okay, da ist einmal nichts. Die Erzader hatten wir schon. Jawohl. Vielleicht kann die auch resetten. Ei. Jo. Chani, du darfst nicht. Daneben. Wie gemein ist der Schwörer? Warte zurück. Zack. Zurück ein Stück. Und zack, zack. Jawohl. Sehr gut. Und das scheint schon wieder gewesen zu sein, ne? Die Voodoo-Statue. Ich bin jetzt total... Hier, das war ja... Das haben wir sauber gemacht. Die sind einfach wieder da. Wie gesagt, mich soll es nicht stören. Warte, ich werde mich nicht heilen. Ich werde schlafen gehen dann. Ist besser. Mich stört es nicht, weil wir bekommen so wieder Proviant. Wir bekommen mehr Ruhmpunkte. Das passt ja. Das ist ja nicht schlecht. Wie gesagt, das ist alles gut. So, es wird eh schon wieder dunkel. Das passt wunderbar mit Schlafen gehen. Servus, wie geht's dir? Rein, raus, was immer du willst. So, Hallöchen. Servus, perfekt, da schläft noch keiner. Das macht mach das nicht. So, bis Mittag schlafen. So, das müsste noch passen. Ja, das passt sehr gut. Sehr, sehr gut. So, dann würde ich sagen, einmal shoppen. Hallo Sophia, lass uns handeln. Lass uns handeln. Was hast du denn im Angebot? Rum. Krokrum, was nehmen wir denn? Was haben wir denn zum Verkaufen? Die Axt eines Versunkenen. Oh Gottchen, da lasse ich eine übrig. Na? So. Den Rest kann sie schon mal haben. So, ein Matrosenring, da reicht mir auch einer. Glücksbringer. Das ist ein Kugelsicher. Achso, das ist wieder so ein Anhänger, ne? Da können wir eigentlich auch einen hergeben. Fackel und das Ding und das restliche Zeugs, das behalte ich mal. Wir haben jetzt noch 19 Rum und 19 Grog. Wenn ich jetzt hier 4 kaufe und hier auch 4, ist das schon mal nicht schlecht. Oder weiter, ich nehme 5. Warte. So. Dann kriegt Patty gleich mal 5 Stück und dann passt das schon. Oder soll ich gleich alles kaufen, dann bin ich wieder pleite. So. Ich bin pleite. Ich bin offiziell pleite. Ja. Ach Gottchen. Wie schaut's mit Blunder aus? Na komm.
Ich verkaufe die jetzt einfach mal. So. 13 Stück. So, dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Dann passt es schon. Hier soll er, können sie, also kann sie auch mal 15 haben, so wird schon passen. Krallen von mir aus auch 7. So, genug jetzt. Ich bedanke mir. Weil ich kann gar nicht genug zum Saufen haben, ehrlich. Na gut, ihr Lieben. Jetzt ist der Part schon wieder vorbei, wie die Zeit vergeht. Das ist echt schlimm. Irgendwie. Im nächsten Part werden wir hier die Gargoyles vernichten, so gut es uns möglich ist. Und ich werde vielleicht gleich ein paar Kugeln auch gleich einkaufen, also Pistolenkugeln, so 10, 15 Stück oder so. Mal schauen und dann hauen wir hier wieder ab. Und werden dann nach Antigua nochmal reisen, damit der gute Cruz quasi eine neue Heimat hat oder so. Oder sich mal ein bisschen erholen kann. Vielleicht so, besser gesagt. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!